Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zum AT-Alltag. Wir machen weiter bei den Amerikanern, heute Tier 7 mit der M12. Letzte Woche haben wir ja die M44 gespielt. Falls ihr das Video verpasst habt, schaut gerne rechts oben in die Infokarte. Dort verlinke ich euch das Video zur 6er Amerikaner nochmal. Aber heute Tier 7, gerade hier auf Wadi, eine Karte, die eigentlich ganz angenehm ist für Artillerie. Das Einzige, wo wir jetzt aufpassen müssen, wir sind halt Low-Tier, aber man sagt ja immer so schön, es fahren mehr Hitpoints rum. Von der Charakteristik her ist die M12 ähnlich zur GW Panther. Rein von den Kanonenwerten, also Alpha und Durchschlagswerte, sind sie identisch, also 600er Alpha, wenn sie treffen. Auch die DPM ist fast identisch. Die Stun-Zeit und so weiter ist auf der M12 ein bisschen besser. Dafür ist die Kanone hier ein bisschen ungenauer, hat etwas schlechtere Einzielzeit. Hallo. Aber wir werden natürlich versuchen, hier auf die beiden ein bisschen Spaß zu haben. Yes. Ja, auch die Softstats ein bisschen schlechter auf der GW Panther. Auch die Mobilität. Also, ich glaube, dass die GW Panther bringt das bessere Gesamtpaket mit, auch wenn es hier ein bisschen vom Stun her schwieriger wird. Dafür hat sie den besseren Tarnwert. Die Frage ist, ob das so eine große Rolle spielt. Die letzten Wochen beim AT-Alltag standen ja eher unter dem Titel das Team und ich oder das Nicht-Team und ich. Ich hoffe natürlich, dass es heute etwas besser wird. Das ist ja natürlich gerade beide zugegangen. Yeah. Hätte ich mich für einen entschieden, dann wäre das, glaube ich, einfacher gewesen. So. Wir zeigen mal an, dass wir auf den Super Pershing schießen wollen. Vielleicht ist der IS-2 nochmal so nett und versucht ein Spotting. Nope, sieht nicht danach aus. Doch. So. Komm her, mein Freund. Bleib doch stehen. Yes. 126. Wir holen die Taschentücher raus, weil das ist natürlich... Es sind einfach wahnsinnige Werte, ja. Gut, mein Super Pershing, ich habe extra ein bisschen daneben gezielt, damit ich eine T-Shot-Panzerung treffe. Na gut, so, ST1, auch nicht viel besser. Ich meine, Tier 9 Heavy, wo wir jetzt höchstwahrscheinlich schon den Turm treffen oder so, wenn wir überhaupt was treffen hier. Bleib mal stehen, bleib doch mal stehen, bleib doch mal stehen, bleib doch mal stehen, bleib doch stehen. Wow, und dann machen wir jetzt 144 und kriegen aber auch noch Stun-Damage. Gut, soll mir egal sein, jeder Hitpoint mehr, den wir machen, ist gut für uns. So, Super Pershing steht da in Deckung. Ich glaube, wir beschäftigen uns mal mit den Kollegen hier. So, zielen, zielen, zielen. Das ist sehr, sehr schön. Schuss ist raus. Geht zu tief oder zu weit vorne in die Erde. Wir gucken mal. Können wir beide Bereiche, Super Pershing und... Na, wird schwierig. Na, Mäuschen oder IS-2, könnt ihr den Super Pershing? Oh, jetzt kommt der Lynx da zum Mäuschen. Oh je! Karo pusht links. Ich hoffe immer noch, dass der... Okay, das war jetzt zu spät gesehen. Na los! Ich will nicht nochmal ewig warten. Ich will eigentlich dann links auf dem Karo helfen. Aber die machen... Ah, guck mal. Geht doch. Ah, also wie gesagt, die Schottpanzerung an den Super Pershing, das ist eklig. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier rankommen. Carnarvon ist auf jeden Fall wichtig. Der muss auf jeden Fall jetzt beschossen werden. Der darf da nicht so... schalten und walten, wie er das gerne möchte. Jo, dann kriegen wir auch noch Support, weil wir ihm die Kette gezogen. Ach so! Ja! Wollen wir countern? Ja? Wollen wir das Spiel spielen? Wollen wir das Spiel spielen vom Counter, schwarzen Mann? Oh! Na toll. Aber es sieht ja ganz gut aus. 6:1. Der Gegner kriegt hier nicht wirklich viel auf die Kette, würde ich mal sagen. Der Super Pershing immer noch in der Mitte.
Jetzt ist die Frage, ob der Karo ist da jetzt gekettet, ob wir da noch was abkriegen von dem. Der hat gerade das Rap-Kit gezogen, würde ich sagen. Na, Kill. Nein, 20 Damage. Crows-artig. Gut, dann vielleicht der Super-Pershing. Oder der ST1 ist ja auch noch da. Hello, my friend. Was geht denn? Weil der ST1 besser zu treffen ist. Da geht das Mäuschen raus. Wow. Vollhit mit 80 Damage. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ich muss die Taschentücher ausholen, ja Leute. Wirklich. Das ist ein Traum jedes Arty-Spielers, wenn du 80 Damage auf jemanden machst. Das kann nur gut sein. So, Sumua ins Heck eventuell. Da müssen wir noch ein bisschen einziehen. Na, bleib doch mal stehen. Wow. Okay, das war knapp. Gehen wir nochmal Support. Wir haben wahnsinnige 614 Damage in dieser Runde gemacht. Oh yes. Ja, ein bisschen Support kriegt man auf dem Sumua noch. Aber wir dürfen nicht so lange rumhimpeln. Ihr seht schon, die Einzielzeit ist schon recht anstrengend. So, jetzt hier. Schuss ist raus. In die Seite 170. Wup, wup. Diesmal gibt es anscheinend keinen Support. Weil die sich hier mit dem Prosciutto so... Na, Kill. Oh, yes. Da lässt uns die Arti hier gerade mal nicht so im Stich. So, Super Pershing wird schwierig. Dann bleiben wir doch mal auf unserem ST1-Kollegen. Der will's wissen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Nicht so schnell. Ach, Mist. Er ist nicht weit genug gefahren, aber wir kriegen nochmal Support. Das ist auch gut. Er ist gekettet, aber keiner schießt auf ihn. Hatte ich gedacht, dass er schon weitergefahren ist und deswegen hatte ich weiter vorgehalten. Wenn er jetzt hier hier reinfährt, dann... Oh, er fährt weiter, nein! Komm ich nochmal... Oh, yes. War nur gestunt. Okay. Schade, aber er hat das Medkit anscheinend schon raus, deswegen bleibt er hier im Stun. Jetzt fährt er weiter nach vorne, will halt unbedingt an den... Wo steht denn der? Ach, der steht oben. So, jetzt ist die Zeit wirklich komplett vorbei. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Obwohl. Er fährt nicht weit genug. Naja, die anderen Artis stehen jetzt besser als ich. Okay, okay, okay. Die zweite Runde kann nur schlecht werden heute. Die zweite Runde kann nur schlecht werden. Mit diesem Kill jetzt am Ende auf den ST1. Das, war ein bisschen schön, möchte ich meinen. Das ist ein bisschen Genugtuung dafür, was wir in den letzten Wochen im Arty-Alltag erlebt haben. Meine Herren, ja, das war nett. Was gibt's denn hier? Eine zweite Klasse. Insgesamt war die Runde, glaube ich, ganz solide. Dafür, wie die Arty mittlerweile im Spiel drin ist, dürfen wir uns da nicht beschweren. Ihr seht auch hier mein Setup. Ja, also jetzt stellt euch mal vor, man fährt jetzt hier ohne so ein krasses Setup, dann wird es, glaube ich, schwieriger. So, 1250, 2 Kills, 851. Ja, die Cola geht halt ab. Ansonsten gibt es gerade noch so ein Plus, aber auch nur wegen den... Wow, das hat sich genau... Wow, wir hätten ansonsten genau 0 Credits gemacht. Wenn wir den Tagessieg-Bonus nicht bekommen hätten hier. Wir gucken mal eine zweite Runde. Und schau mal, was uns die M12 dort abliefern kann. Und wie ich es sagte, hat es Wargaming erhört und hat uns natürlich wieder eine der beschissensten Arty-Maps so gegeben, die man haben kann. Kloster, Schlauch, relativ klein, schwierig da einen Gegner zu treffen. Man kann einfach gecountert werden. Jo. Ein Traum. Ein Traum jedes Arty-Fahrers. In World of Tanks. Und direkt kommt mein Zynismus wieder raus hier. Naja, gut. So.
Weiß gar nicht, ob ich jetzt hier... Na, wir gucken mal. Kein Stun, schade. T20 geht an Deckung, so Löwe. Gucken, ob der offen bleibt. Ja, wir treffen den zumindest. Kriegen auch Support, das ist schon mal nice. Aber die meisten Kollegen fahren hier auf die andere Seite, wie wir sehen. So, Jagdpanther, Buras. Jetzt sind, okay. Okay. Das wird also schwierig, da auf den Löwe nochmal. Wobei. Ja, hätten wir draufbleiben müssen. Das ist jetzt so ein halbes. Boah, okay. Er gibt uns die Genugtuung, dass wir hier nochmal einen halben Snapshot kriegen und der sogar trifft. Das ist natürlich nice. So, dann hier die Kollegen. Standard-Spot für Kloster, ja, wo man mit der Arti reinhalten kann. So, VZ. Kriegen wir auch wieder Support. Wie sieht's denn hier aus? Der Burast legt sich mit dem Löwe an. Wir werden gecountert. Weil Countern anscheinend Spaß macht. Ja, aber ich habe es am Anfang ja gesagt. Das ist anscheinend so ein Hobby hier. Den Baum da jetzt umzufahren war jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Ja, ja, genau. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal, du mit deinem scheiß Gecounter, liebe GW Panther. Das Spiel kann ich auch spielen, wenn du das spielen willst. Die Frage ist, willst du es spielen? Wow, 19. So, der Oho. 45 TP hier hinten. Eine Arti vom Gegner ist jetzt schon raus. Ach, das ist jetzt hier schon wieder Kacke. Also, das ist jetzt schon wieder... mega kacke. Na, jetzt, wir bleiben mal bei dem 45 TP drauf. Oder auf dem Prosciutto. Wow. Na, immerhin, wir bekommen Support. Das ist schon mal gut. Nochmal Support. Nochmal Support. So, die flüchten jetzt hier. 45 TP bleibt auf Kette. Wir können den Kill machen. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, die Gegner GW Panthers raus. Okay, gut. Gut, der Prosciutto versucht da durch die Mitte durchzukommen. Das ist natürlich jetzt scheiße für uns. Das ist richtig scheiße für uns. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir da uns selber helfen. Das war knapp. Ah, der fährt wieder vorne rein. Der will gar nicht zu mir. Sondern der will wieder in die Mitte rein. Okay. Äh.
Jetzt kloppt man sich mit dem Kometen dort. Vielleicht sollten wir auch einfach hier auf der ISO mal draufbleiben. Weil hier können wir jetzt gerade eh nicht richtig helfen. So, die ISO fährt hier runter. Das war knapp. Vielen Dank für nichts. Wir bekommen nochmal Support. Der Chiri wird jetzt gepusht. Und geht raus. Und ich werde jetzt mal die Beine in die Hand nehmen. Und mich hier verkrümeln. Der Arti-Alltag zusammengefasst für diese Woche war eigentlich ganz gut. Die erste Runde auf jeden Fall. Ja. Da war er doch schon, der kleine Brochetto. Kaketto. Ich weiß nicht, worauf er hier wartet. Vielleicht mal zurückfahren, Kollege. Leute, der ist irgendwo hier. Ach, ihr seid so doof, ey. Ja, die Lori legt sich mit ihm an. Ich hatte da jetzt keinen Bock drauf. Ich habe eher die Beine in die Hand genommen. Und am Ende gewinnen wir auch diese Runde mit, ja, 851 Damage. Das ist jetzt für einen 7er Panzer insgesamt ist das nicht überragend. War noch was blind dabei. Müssen wir mal gucken, auf den Löwe war noch ein Blindschuss dabei. Könnte also am Ende irgendwie knapp über 1000 Damage hier sein oder knapp an die 1000 Damage ran. Gucken wir mal. 1044, ja, aber für einen Tier 7 Panzer, das ist nicht mehr als irgendwie grundsolide. Support Damage auch nochmal 1000, also insgesamt in der Kombination dann ist es in Ordnung. Wir machen Minus durch die Cola, die ich dabei habe und natürlich auch nochmal durch die Bonds, die ich für die Direktive einsetze, damit ich hier überhaupt ein bisschen Leistungsfähigkeit aus der Arti raushole. Das Grundproblem bei der Arti bleibt also weiterhin da. Also warum? Es ist ja auch nicht weggepatcht worden. Also von daher hatten wir heute nur ein bisschen mehr Glück mit den Teams und dem RNG von der Karte oder den Karten möchte ich jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt reden. Die erste Karte war gut, die zweite Karte war eher scheiße. Was sagt ihr zu den beiden Runden? Lasst mir euer Feedback da in den Kommentaren. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt GameOneFan, Kulle, Gorwin und Kyrtano. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.